sind zu Gast bei den Fischtown-Pinguins in der Kabine von Trainer Thomas Puppisch. Der sieht so ein bisschen müde aus heute am Dienstagnachmittag. Thomas, jetzt lacht er. Ist nicht so? Bist nicht müde? Ja, war schon ein längerer Tag bis jetzt, aber nee, müde direkt nicht, aber vielleicht ja, so ein bisschen. Ein bisschen braucht man mal frische Luft, muss vielleicht mal rauskommen aus der Kabine, das wäre mal ganz gut. Wie hast du denn das Spiel am Sonntag gegen Ingolstadt verarbeitet? Ja, es ist immer nicht ganz so einfach, so eine Niederlage zu verarbeiten. Ich denke, am Montag war viel Video angesagt und man hat versucht, ja, einzelne Teile von dem Spiel mal rauszunehmen und dann wieder neu zusammenzusetzen. Die letzten drei Wochen, die Wochenenden waren eigentlich identisch. Wir haben sehr gut auswärts gespielt den Freitag und dann den Sonntag zu Hause nicht so zu unserer Leistung gefunden, wie wir es eigentlich wollten. Und das Gute ist, wir haben versucht, an jedem Wochenende zu punkten. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir natürlich noch für eine erfolgreiche Saison, gerade in den Heimspielen, versuchen, da unsere bessere Leistung abzurufen, dass wir da dann auch punkten können. Aber wir sind da, glaube ich, zuversichtlich, dass es bald klappt mit dem ersten Heimsieg. Ja, sicher sind wir zuversichtlich. Waren wir auch vorher gewesen. Also wir waren jetzt nicht so schlecht vorbereitet. Wir haben auch streckenweise immer wieder versucht, zurückzukommen ins Spiel. In Berlin haben wir lange Zeit sehr gut gespielt. Auch gegen Ingolstadt, wenn wir da im zweiten Drittel ein Tor schießen, früh, dann denke ich, kann es mehr in unsere Richtung gehen. Aber wir sind ein bisschen mehr oder zu sehr davon abhängig, zurzeit, ob wir das erste Tor machen oder nicht. Und davon müssen wir uns einfach lösen, weil wir können auch nach einem 0-1 oder 0-2 noch gutes Eishockey spielen. Aber zurzeit wäre es natürlich von Vorteil, wenn wir gerade zu Hause auch mal 1-0 in Führung gehen würden. Thomas Pöpperle ging früh raus, du hast ihn früh rausgenommen aus der Partie am Sonntag. War das eine Aktion, nicht zu zeigen, du hast schlecht gehalten? Ich glaube, es ging darum, ein Zeichen zu setzen. Los, Jungs, wir fangen jetzt nochmal quasi bei 0 an. Ja, das war genau so. Er konnte eigentlich bei beiden Toren nichts machen, waren zwei Schüsse aufs Tor, aber beide Aktionen oder auch davor drei, vier Aktionen, die zu unserem Tor gekommen sind, waren schon, ja, worüber wir eigentlich im Vorfeld gesprochen haben. Und dann war eigentlich die einzige Chance in dem Moment, vielleicht doch mal so einen Neustart zu machen und auch dem Jaro da die Möglichkeit zu geben, reinzukommen. Und ich denke, er hatte gerade in den 20, 30 Minuten direkt nach der Einwechslung gezeigt, dass er uns helfen kann. Man hat gesehen, dass er der Mannschaft die Möglichkeit gibt, das Spiel zu drehen. Wir haben es einfach nicht genutzt und das war schade. Wie ist denn eigentlich so die Stimmung nach so einer Heimniederlage in der Kabine? Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du gleich nach dem Spiel in die Kabine, sprichst zu den Jungs oder lässt du den erst zwei, drei Minuten oder gehst du erst nach der Pressekonferenz sogar zu den Spielern? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Früher war ich direkt danach drin und habe eigentlich meine Emotionen dann in der Kabine ein bisschen ausgelebt und das war nicht immer richtig gewesen und ich versuche eigentlich jetzt mehr Abstand zu gewinnen. Wenn es wirklich klare Sachen sind, brisante Sachen, dann werden die auch direkt nach dem Spiel angesprochen, aber ansonsten versucht man am nächsten Tag noch das Video zu schauen, um dann wirklich eine klare Analyse zu machen mit Video zusammen und nicht aus der Emotion heraus die Analyse direkt nach dem Spiel zu machen. Die Videoanalyse habt ihr wahrscheinlich heute am Dienstag gemacht? Ja, wir sind dann am Dienstag dran, dann entweder mit der kompletten Mannschaft oder mit den einzelnen Spielern oder mit den einzelnen Blöcken dann in die Videoanalyse zu gehen und bevor wir dann meist Mittwoch oder Donnerstag in die Vorbereitung fürs Wochenende gehen. Vorbereitung fürs Wochenende, das ist das Stichwort. Wir erwarten zwei Heimspiele. Das erste gegen Wolfsburg, die kennen wir schon ganz gut. Da gab es aus der Vorbereitung bestimmt noch das Video, werdet ihr euch nochmal anschauen. War aus Bremerhavener Sicht, auch wenn es eine knappe Niederlage gegeben hat, durchaus ein ordentliches Spiel. Ja, als Vorbereitung ist jetzt nicht oder ist jetzt kein Gradmesser mehr, woran wir uns irgendwo festmachen sollten. Wir müssen einfach gucken und das, was wir auch im letzten Jahr gegen Wolfsburg gezeigt haben, wir haben sehr viel ordentliche Spiele gemacht, aber wir konnten leider noch nicht gegen Wolfsburg gewinnen, auch im letzten Jahr nicht. Und da ist einfach die entscheidenden Sachen, die wir in diesem Jahr besser machen müssen, auch gegen die Mannschaft. Wir wissen, sie ist sehr laufstark, wir wissen, sie ist stark vom gegnerischen Tor. Da ist einfach anzusetzen, dass sie nicht ihr komplettes Laufspiel aufs Eis bringen können. Wir haben es, wie gesagt, schon auch in der Vorbereitung über Strecken oder streckenweise ganz gut gemacht, sind da aber auch in ein, zwei Konter gelaufen. Da müssen wir aktiver arbeiten und konzentrierter zu Werke gehen. Ein Wort zu Chris Rumble, dem Neuzugang. Der hat ja eine sehr spannende Geschichte, krebskrank gewesen, ist dann wieder gesund geworden, hat Kindern geholfen, hat ein Lied auch gesungen, ist Internetstar geworden. Was ist der so privat für ein Typ in der Kabine?
Ja, zurzeit ist er noch sehr ruhig, schaut sich selber, glaube ich, nochmal so ein bisschen so alles an, muss erstmal so seinen Weg finden. Also ist jetzt nicht der Lautsprecher, das haben wir jetzt auch nicht erwartet, aber seine Geschichte zeigt, dass er ein Spieler ist, der aufsteht, der kämpfen kann, der anderen Mut gibt, der einfach ein sehr positiver Mensch ist. Und wenn wir das noch in Verbindung bringen mit seinem Eishockeyspiel, was wir auch in den ersten Spielen im Ansatz gesehen haben, dass er läuferisch sehr stark ist, dass er technisch an der blauen Linie sehr versiert ist. Die Sachen mit Vertrauen, was wir in den nächsten Wochen ihm entgegenbringen, dann bin ich zu 100% sicher, wird er ein sehr wertvoller Spieler für die Fischtown werden. Letzte Frage. Der Umzug stand an im Sommer. Ist die Familie jetzt komplett mit rübergezogen? Ist das abgeschlossen oder lebt ihr immer noch aus Kisten und Kartons? Na, es ist ein bisschen turbulent, weil jetzt wird wieder, und die Tochter geht jetzt wieder zurück, weil sie wird in Dresden jetzt wieder studieren. Jetzt werden wir wieder einen Umzug nach Dresden für Das war irgendwie anders geplant, ne? sie. Ja, also wir wussten ja nicht genau, wo sie hingeht. Da war auch ein bisschen Leipzig drin, da war auch vielleicht Köln-Bonn drin, aber jetzt ist es wieder Dresden geworden und ja, es ist soweit alles in Ordnung. Die Familie fühlt sich wohl und wir werden alles so hinbekommen, dass jeder seinen Weg da top gehen kann.